Mystery Box, Szene 1, Take 37. Los geht's. Reden wir über eine 5 Euro Mystery Box. 5 Euro, wahnsinnig, machen wir auf die Seite, ist ein bisschen heller, ne? Ist ein bisschen schöner. 5 Euro Mystery Box und von 75 Bewertungen, die wir auf AliExpress hatten, hatten alle ein Handy bekommen, ein Smartphone, irgendetwas, so ein China-Smartphone, aber ein gutes Modell, oder eine Smartwatch, das war schon quasi der Trostpreis. Ich dachte mir, naja, das wird ja wohl mit rechten Dingen zugehen, die Bewertungen werden alle echt sein, bestimmt, und bestell dieses Teil mal. Jetzt kam natürlich nicht hier so ein großer Karton, sondern, und auch nicht von Mediamarkt, ne? Ich habe hier nur einfach ein paar Fragezeichen drauf gemalt, damit ihr seht, es geht um eine Mystery Box. Es kam, Achtung, das. Steht Mystery Box drauf, ihr seht das, ne? Aber, also früher gab es immer den Trend, dass Handys immer kleiner und leichter wurden, aber ich kann euch sagen, hier ist weder ein Handy noch eine Smartwatch drin. Ich habe es aber auch nicht erwartet. Wie gesagt, 5 Euro inklusive Versand von China. Wir machen nicht lang rum. Es ist auch nicht ganz ernst gemeint heute, das Video. Es ist so ein kleiner Lückenfüller, weil ich die letzte Zeit kaum was zum Produzieren komme. Wir packen es mal aus und machen hier wie beim Pflaster abziehen. Ne? Schnelle Operation. Dann ist der Schmerz auch schnell rum. Das Ding liegt hier, keine Ahnung, 6-8 Wochen rum. Hatte mir das nur mal so als Gag bestellt, weil, wie gesagt, jeder halt ein Handy bekommen hat. Und mal gucken, was wir denn so bekommen. Ein Lightning-USB-Kabel. Na, immerhin! Also, Nullwert ist es jetzt nicht. Ich habe allerdings nur leider kein iPhone. Aber ich kenne ja den einen oder anderen, der sowas benutzen kann. Ausmessen werden wir es jetzt auch nicht. Aber wie gesagt, es ist ein Lightning-USB-Kabel. Mehr ist, glaube ich, gar nicht drin, ne? Nee. Schon mal rein. Nein, mehr ist in dieser Mystery-Box, eigentlich eine Mystery-Tüte. Ist nicht drin. Wo bekommt man denn diese Tüte überhaupt her, wo das schon so aufgedruckt ist? Finde ich ja sau cool. Wir packen mal ganz kurz hier, damit das Video nicht nach einer Minute rum ist. Das Kabel aus und gucken mal die Länge. Das sind, würde ich sagen, 70 cm vielleicht. Das sind nicht 20 cm. Seht ihr jetzt, ich muss hier hinter mich halten. Wird auf jeden Fall sagen, so 70 cm. Ist relativ steif. Ich weiß nicht, ob es schnell oder nicht schnell lädt. Wie gesagt, ich kann das hier nicht ausprobieren, weil ich einfach kein iPhone habe. Aber ich werde es verschenken. Oder mit einem Weinstand nehmen, mal gucken. Freut sich jemand, wenn er sein Handy bei mir laden kann. Ja, im wahren Leben hätte ich natürlich keine 5 Euro dafür ausgegeben. Und wie gesagt, so dünn wie das ist, ich weiß nicht, wie das bei iPhone ist, ob die Kabel alle so dünn sind. Das heißt nicht immer was. Ne? Ich habe mein Samsung-Ladekabel, was hier mein Samsung ultraschnell auflädt. Es ist auch ganz dünn. Also es geht auch das dünne Kabel schnell laden, aber wie gesagt, hier wetten wir mal nicht drauf. Also 5 Euro Mystery Box. Braucht ihr nicht zu kaufen. Generell braucht ihr keine Mystery-Boxen zu kaufen. Ich habe nämlich mal so ein bisschen geguckt die letzte Zeit, was andere so hochladen. Und in der Regel ist so ein Schrott drin. Selbst wenn ihr euch größte Mühe gebt und die Sachen irgendwo wieder reinsetzt, ihr kommt am Ende kaum auf das Geld. Und es muss auch noch jemand kaufen, das Zeug. Und dann sind Sachen drin wie irgendwelche Handyhüllen für irgendwelche Handys, die ihr nicht habt. Das ist jetzt wenigstens noch einigermaßen zu gebrauchen. Aber naja. Ja. Das war's. Ich bedanke mich. Sorry für dieses furchtbare Lückenfüller-Video. Aber wir wollen ein bisschen Content hochladen, dass wir endlich mal über die 30, 40 Videos kommen bei YouTube. Und bitte tut mir mal den Gefallen. Ich weiß, das Video war ganz grausam. Trotzdem wird heute mal abonniert. Denn der Onkel hat gesehen, letzten Tag hat es ganz schön stagniert. Wir wollen endlich über die 1000 rutschen. Damit wir monetarisiert werden. Weil der Onkel braucht ein bisschen Pinke. Will sich ein bisschen hier Ferrari unten in den Hangar stellen oder irgendwas. Also abonnieren. Daumen nach oben, auch wenn das Video ganz furchtbar war. Ihr könnt auch einen Daumen nach unten geben, das ist dem Algorithmus scheißegal. Hauptsache, ihr macht irgendwas. Ihr könnt auch kommentieren, warum man lädt so einen Scheiß hoch. Scheißegal. Hauptsache, ihr macht irgendwas, irgendeine Interaktion. Das war's. Ich hab euch lieb, ihr wisst es. Euer Holly und wir sehen uns zum nächsten Video. Ich bin raus. Ciao.